Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Holst. Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zur Tagesschau. Vor fast 9 Monaten hat Russland die Ukraine angegriffen. Ein Krieg, der sich inzwischen weltweit auswirkt und deshalb auch den G20-Gipfel in Bali dominierte. Das Treffen der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Ausgehandelt ist bereits der Entwurf für die Abschlusserklärung. Darin heißt es, die meisten G20-Mitglieder verurteilten den Krieg in der Ukraine aufs Schärfste. Es gäbe aber auch andere Auffassungen. Eine Formulierung, auf die offenbar Russlands Außenminister Lavrov gedrungen hatte, der Bali inzwischen vorzeitig verlassen hat. Kriegsschiffe kreuzen seit Tagen vor der Küste von Bali. Die indonesische Flotte ist ausgelaufen, um den G20-Gipfel zu schützen. Krieg, in dem Fall der in der Ukraine, ist das bestimmende Thema des Treffens. Denn die Auswirkungen zeigen sich mittlerweile rund um den Globus. Es ist gut und richtig, dass sich hier abzeichnet, dass klargestellt wird, dass dieser Angriffskrieg nicht akzeptiert werden kann und dass wir gleichzeitig klarstellen, dass der Einsatz von Atomwaffen nicht in Betracht kommt. Die Abschlusserklärung wurde bereits durchgestochen. 14 Seiten, auf denen die meisten Staaten den Krieg in der Ukraine deutlich verurteilen. Die aber auch Russland eine gesichtswahrende Möglichkeit bietet, das Dokument zu unterzeichnen. Es wird klar dargelegt, dass jeder seine eigene Einschätzung hat. Der Westen hat den Satz hinzugefügt, dass die meisten Delegationen Russland verurteilen. Wir haben vermerkt, dass es auch andere Ansichten gibt. Ich glaube, das ist ausreichend. Die Ukraine gehört nicht zu den G20. Der ukrainische Präsident Selenskyj wurde dennoch per Videocall zugeschaltet. Ich bin überzeugt, jetzt muss und kann der aggressive russische Krieg beendet werden. Am Abend kamen die Staatslenker zum Gala-Dinner zusammen. Ob sie wirklich alle wie geplant der Abschlusserklärung zustimmen werden, wird sich morgen zeigen. Und Sandra Razzo verfolgt den G20-Gipfel auf Bali. Der Krieg gegen die Ukraine soll in der Abschlusserklärung scharf verurteilt werden, hören wir. Russlands Außenminister Lavrov war vor Ort. Auf welche Atmosphäre traf er dort? Na, am freundlichsten war noch der Gastgeber. Indonesiens Präsident Joko Widodo begrüßte ihn mit einem langen Handschlag und einem Klaps auf den Unterarm. Aber danach lief es nicht mehr richtig rund. In der Sitzung kam Lavrov als einer der Letzten zu Wort. Und er hatte auch Probleme, überhaupt Partner zu finden für bilaterale Gespräche. Und die sind sonst sehr üblich bei solchen Gipfeln. Und als Lavrov dann später behauptete, es habe ein Gespräch mit Scholz gegeben, kommentierte der das später vor Journalisten nur trocken mit dem Satz, ja, es habe da zwei Sätze gegeben. Mit anderen Worten, das war völlig unbedeutend. Also Lavrov ist auch schon abgereist heute Abend, dass er länger geplant gewesen, heißt es. Nun soll der Finanzminister die Abschlusserklärung unterschreiben. Aber es heißt, es könne nun doch endlich vielleicht doch noch das Familienfoto stattfinden, das üblich ist bei solchen Gipfeln. Da hatten die Amerikaner und die Europäer ja vorher deutlich gemacht, mit Russland würde das auf gar keinen Fall passieren. Das soll nun doch eventuell nachgeholt werden. Sandra Razzo, danke nach Bali. Erst gestern war der ukrainische Präsident Selenskyj in Cherson, um die Rückeroberung der Stadt zu feiern. Heute nun hat Russland wieder Raketen auf die Hauptstadt Kiew gefeuert. Nach Angaben von Bürgermeister Klitschko wurden 2 Wohnhäuser im Zentrum getroffen. Über Opfer ist noch nichts bekannt. Auch aus anderen Landesteilen wurden Angriffe gemeldet, etwa aus Odessa und Kharkiv. Immer wieder wurde davor gewarnt, dass Deutschland für den Winter zu wenig Gas zur Verfügung haben könnte. Jetzt steht fest, eine solche Gasmangellage ist zumindest für die kommenden Wochen abgewendet. Denn seit gestern sind die deutschen Gasspeicher zu 100% gefüllt. Damit die Energieversorgung auch künftig gesichert ist, setzt die Bundesregierung verstärkt auf Flüssigerdgas. Der erste deutsche Anleger für sogenanntes LNG wurde heute in Wilhelmshaven eingeweiht. Feierstimmung in Wilhelmshaven. Betriebsbereit ist der Anleger für Flüssigerdgas zwar noch nicht, aber in rund 2 Monaten sollen hier die ersten Schiffe ankommen. Infrastrukturausbau im Eiltempo. Ich habe ja miterlebt, wie die Behörden wirklich auch Tag und Nacht an den Genehmigungen gearbeitet haben, wie die Unternehmen hier tätig waren. Das ist dann schon so ein, boah, dass das gelungen ist, ist schon ein starkes Signal. Und es gibt noch eine gute Nachricht für die deutsche Energieversorgung. Üblicherweise sinken im November die Füllstände der Gasspeicher. In diesem Jahr aber stiegen sie an fast jedem Tag, dank des warmen Wetters und weil Haushalte und Unternehmen sparen. Die Gasspeicher in Deutschland sind zu 100% gefüllt.
Damit ist gut vorgesorgt für diesen Winter. Das hilft uns, wenn es kalt werden sollte und wenn wir die Speicher dann wirklich brauchen. In einem durchschnittlichen Winter reiche allein dieses Gas für 9 bis 10 Wochen. Die befürchtete Gasmangellage könnte so vermieden werden. Wir haben augenblicklich eine sehr, sehr gute Situation vor dem Winter. Das hätte vor 6 Monaten niemand erwartet. Aber wenn wir wirklich unabhängig werden wollen von russischem Gas, dann müssen wir weiter Gas einsparen. Mindestens 20% weniger Gasverbrauch als vor dem Ukraine-Krieg, so das Ziel der Bundesnetzagentur. Derzeit werden diese Sparziele erreicht und sogar übertroffen. Die IG Metall hat ihre Warnstreiks ausgeweitet. Mehr als 100 Betriebe in Bayern waren heute betroffen. Vor der Audi-Zentrale in Ingolstadt fand am Vormittag eine Kundgebung der Gewerkschaft mit mehr als 15.000 Teilnehmenden statt. Hintergrund ist der Tarifstreit in der deutschen Metall- und Elektroindustrie. Die IG Metall fordert 8% mehr Lohn für die rund 3,9 Millionen Beschäftigten. Im australischen Bundesstaat New South Wales stehen nach neuem Starkregen viele Gebiete unter Wasser. In einzelnen Gemeinden wurden die Bewohner aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Es ist die zweite Überschwemmung in dieser Region innerhalb von Wochen. Durch den Regen liefen unter anderem aus dem Wyangala-Damm westlich von Sydney enorme Wassermengen ab. Wir melden uns wieder bei Ihnen um 17 Uhr. Bis dahin, auf Wiedersehen.